Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarin zu den Dwarf News für den Monat April. Ja, wir spielen im Einzelplayer Grand Prix. Ja, warum nicht mal ein bisschen schneller. So, mit meinem Mii. Jo. Da kann es gleich losgehen. Oh, ein neues Ding. Neues Rad. Ja, nehmen wir es doch glatt. Auf geht's. Neue Route. Ich glaube, ich nehme das einfach mal. Die Sternenpiste. Der Sternenkap. Auf geht's. Ich hoffe, die Kamera ist gut eingestellt. Sekunde. Ich sehe gerade was. Ja. So, jetzt müsste es passen. Sehr professionell während der Aufnahme. Und auf geht's. Wart's. So, da wären wir bei den Dwarf News für den Monat April. Viel gibt's nicht anzusagen. Aber ja. Verkünde mal die paar Themen für den Monat April, die es zu verkünden gibt, und fahre dabei hier meine Runden durch die Cups von Super Mario, Mario Kart 8 Deluxe, ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel heißt, seht ihr. Ja, was liegt diesen Monat so Schönes an? Special-mäßig liegt so speziell nichts an, also nichts Großartiges, was zu erwähnen wäre. Ist auch mal gut, dass ein Monat nicht vollgepackt ist mit extra Specials. Ich kann das Wort Special irgendwie nicht aussprechen, oder? Ja. Spezials. Ja, ein besonderes Spezial, was vielleicht diesen Monat gesagt werden darf, gesagt werden kann, wäre... Oh Mann, da bin ich durch eine Banane gerutscht. Ja, das Spezial, ich rutsche durch eine Banane bei Super Mario Kart 8 Deluxe. Ich glaube, das heißt nicht Super Mario Kart, sondern einfach nur Mario Kart 8 Deluxe. Aber egal, ja, ich bin hier schon wieder komplett durcheinander. Aber ja, das ist ja damit nochmal so die Sache, die special-mäßig wäre für den Monat April. Wäre schon nächsten Sonntag, weil nämlich kommenden Samstag, das ist jetzt ziemlich verwirrend, aber hört mal aufmerksam zu, dann kann man verstehen. Kommenden Samstag ist Demo in Magdeburg, mal wieder eine Artikel 13 Demo. Ja, im März war es groß, also ganz viele Demos. Ich war bei zwei mit dabei in Magdeburg und in Berlin war ich bei zwei Demos. In Artikel 13 mit dabei am 23.03. bei der großen Hauptdemo, oder wie man es nennen kann, in Berlin am 9.03. in Magdeburg. Und jetzt am nächsten Samstag, das ist der, ich glaube, das müsste der 6.4. sein, da werde ich in Magdeburg wieder dabei sein und da ein bisschen mit demonstrieren. Noch ist es nicht vorbei, noch können wir das Ganze retten. Noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Da lässt sich noch was machen und das Demonstrieren lohnt sich immer noch. Oh Mann, Platz 4. Das ist deprimierend. Ja, da haben wir jetzt eine ganze Runde damit verschwendet. Kennt man von den Dwarf News. Ja, da gucke ich mal auf den Upload-Plan, den ich hier vor mir habe.
Da haben wir natürlich wieder Minecraft Arno drauf zu stehen. Ja, mehr oder weniger. In diesem Monat nur wenige Parts. Und ich kann es ja schon mal ankündigen, das ist ja eigentlich gar kein so großes Geheimnis, wer das Projekt verfolgt, wer das gesehen hat, der weiß das auch schon, der weiß, dass nach Part 60 diesen Monat auch ein kleines Best-of kommen wird. Naja, klein, in Anführungszeichen. Ich habe bereits schon ein Best-of für die Parts Minecraft Arno 1 bis 30 gemacht. Und dann wird es jetzt im April auch ein Best-of Minecraft Arno die Parts 31 bis 60 geben. Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Part 60 kommt also diesen Monat noch raus. Ja, ich weiß, ich bin da ein bisschen langsam. Es kommen viel zu wenig Minecraft Arno Parts auf meinem Kanal online. Aber ja, das ist dem zu schulden, dass andere Projekte laufen, viele andere Projekte, die ich natürlich auch weiterführen will und natürlich auch nicht links liegen gelassen werden dürfen. Wie zum Beispiel Pokémon Let's Go Evoli. Ein Projekt, das ja doch ein bisschen mehr Beachtung als Minecraft Arno geschenkt bekommen wird im nächsten Monat. Da wird es natürlich auch weitergehen. In Minecraft Story Mode Season 2, die Staffel 2 der Geschichte, wird es zu Ende gehen in diesem Monat. Da werde ich die fünfte Episode der zweiten Staffel spielen und ja, das große Finale werdet ihr miterleben. Ja, da wird es noch 3-4 Parts im April geben und dann ist das Projekt auch abgeschlossen. Dann haben wir Minecraft Story Mode gespielt, Minecraft Story Mode Season 2. Ja, auf dass irgendwann mal ein Minecraft Story Mode Season 3 kommt. Season 3. Ach ja, Englisch. Ist nicht meine größte Stärke. Englisch. Ja, was auch noch diesen Monat im besten Falle beendet wird. Ich weiß nicht, ob das, wie es sich ergibt, aber ich werde es versuchen, in diesem Monat zu beenden. Super Mario Party. Da haben wir lange Zeit keine Parts mehr gemacht, aber ja. Da kommen diesen Monat noch 1-2 Parts raus und ich denke mal, das wird sich dann langsam dem Ende entgegen neigen und ja, so viel gibt es da nicht mehr zu sehen. Dann werden wir das mal bald abschließen. Ja, wo wir gerade schon bei Super Mario sind. Super Mario 64 wird natürlich auch gefilmt. Ja, kann natürlich nur irgendwie zwischen den Parts irgendwie, ja, zwischen, nicht zwischen den Parts, aber zwischen den Parts ist was anderes. Aber kann natürlich nur so zwischendurch passieren. Ja, ein bunter Mix. Die Monate dieses Jahr generell viel Mario, viel Pokémon, ein bisschen Minecraft, viel Minecraft könnte man sagen, mit Minecraft Story Mode noch dazu. Ja, Pokémon Y, ja, Let's Play Again, ich versuch's mal immer ein bisschen weiterzuführen. Super Mario Party und Pokémon Y waren so eher die Projekte, die in den letzten Monaten eher zurückbleiben mussten. Pokémon Gelbe Edition, ich versuch's zu einem Ende zu bringen. Da sind wir schon wirklich knapp vor der Top 4. Mal schauen, ob wir da mal irgendwann mal weiterkommen und zu Ende kommen. Ja, gibt so ein paar Projekte, die noch zu Ende geführt werden müssen, die noch nebenbei durchgedrückt werden müssen.
ich überlege, diesen Monat auch ein neues Projekt zu starten, das ich euch noch nicht spoilern will, das ich euch noch nicht verraten will. Es wird was Frühlinghaftes, sage ich mal so, ja, könnte man durchaus als Frühlinghaft bezeichnen. Kann man sich drüber streiten, aber ja, ich würde es durchaus Frühlinghaft nennen. Mal schauen, wie die anderen Projekte laufen. Es scheint ja so zu klappen, dass ich ein oder zwei Projekte diesen Monat noch beendet kriege. Ich rede da von Super Mario Party und in welchem noch? Minecraft Story Mode Season 2 wird definitiv diesen Monat beendet werden. Und Mario Party wahrscheinlich auch, also ja, habe ich vielleicht wieder ein bisschen Luft, aber ja, mal schauen. Vielleicht werde ich diese Luft, die ich da habe, diese zwei fertig gewonnenen Let's Plays, dafür nutzen, die alten aufzubessern und schiebt das neue, den neuen Let's Play Start vielleicht auf Mai oder auf Juni. Mal schauen. Ja, ich werde es dann gucken, so versprochen ist noch nichts, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wir ein neues Projekt starten. Das frühlingshafte Projekt, von dem ich gerade redete. Mal schauen. Vielleicht machen wir auch einfach ein alte Projekte Monat raus aus dem April. Muss auch mal sein. Die warten nur darauf, beendet zu werden. Manche warten darauf, beendet zu werden oder fortgeführt zu werden. Muss mal auch sein. Es kann ja nicht jeder Monat extra spannend sein und special-mäßig und besonders sein. Es muss auch zwischendurch mal Monate geben, in dem Altes abgearbeitet werden kann. Und so ist es ja nicht. Also die Projekte sind ja nicht langweilig. Muss man schon sagen. Also das ist... Ihr wollt ja wohl nicht zu... Ja, zu Let's Go Evoli oder zu Pokémon Y oder zu Minecraft Story Mode Season 2. Da wollt ihr doch nicht langweilig zu sagen, oder? Ja, auch Minecraft Anno hat so seinen Reiz. Ja. War da noch irgendwas diesen Monat? Ja, halt die klassischen Projekte, die noch am Laufen sind. Muss auch irgendwann mal beendet werden. Ein paar bin ich jetzt losgeworden im letzten Monat. Dadurch, dass ich abgebrochen habe. Beendet habe. Dadurch ist vielleicht nicht mehr ganz so viel Druck. Also Super Mario 3D Land. Hab ich abgeschlossen. Das lag mir irgendwie ein bisschen am Nacken. Da habe ich gesagt, ja, ich will es nicht spielen, aber ich müsste es eigentlich und... Da war auch irgendwie ein bisschen großer Druck drauf. Ja. Und was ich auch gelernt habe in den letzten Monaten oder im letzten Jahr, dass ich bitte nie wieder drei Pokémon Let's Plays gleichzeitig habe. Also, es ist... Ich werde es jetzt versuchen, irgendwie zu beenden, irgendwie Pokémon Gelb zu beenden und Pokémon Y wird noch eine Weile dauern und ja, mit Go Evoli wird es auch irgendwann vorbei sein. Aber es ist einfach, ich muss mal irgendwie, demnächst kommt Pokémon Schwert und Schild raus, das will ich dann wieder spielen und dann haben wir wieder drei und es ist nicht optimal. Da ist man dann irgendwie, da steckt man dann irgendwie in allen dreien gleichzeitig drin und ja, bei Mario-Projekten ist es nicht schlimm, das ist, ja, bei Jump'n'Runs ist das gar nicht so tragisch, aber bei RPGs, gerade bei Pokémon, ja, da soll man lieber eins richtig machen und in einem in voller Leidenschaft und vollem Engagement drinstecken, als dann in dreien irgendwie ein bisschen drin zu stecken. Das bemerkt man auch dann irgendwie, also... Ein Pokémon Gelb hat es jetzt gerade so ein bisschen
zum Ende hin ein bisschen nachgelassen, habe ich auch selbst an mir gemerkt. Wo ich dann so ein bisschen die Motivation verloren habe und dann gesagt habe, guck mal, Let's Go Evo, die gefällt mir gerade am meisten und das spiele ich am liebsten und ja, das ist dann natürlich auch blöd, immer während man Guck mal, Let's Go Evo, die spielt, die anderen beiden im Hinterkopf zu haben und zu sehen, eigentlich will ich ja Pokémon Y spielen, eigentlich will ich auch Pokémon Gelb spielen. Denn es war ein 2018er Projekt, glaube ich, ja, 2018er Projekt. Das haben wir Februar 2018 begonnen. Das wollte ich eigentlich schnell durchhauen, damit man es mal wieder gemacht hat. Und was ich nicht so alles wollte, ja. Schauen wir mal, was der Monat so bringt. Ja, Mario Kart TV. TV, MKTV. Jo, so schaut's aus. Naja, ich werde mal gucken, vielleicht gibt's zwischendurch noch den ein oder anderen. Oh, Platz 4, Platz 9, Platz 6, Platz 4. Gar nicht gut. Naja, ich habe halt moderiert, habe dann währenddessen über andere Themen auf Topic gelabert. Ja, ich wollte noch sagen, vielleicht, oh, Platz 4. Vielleicht werde ich zwischendurch mal ein kleines Mielöckchen, den Z-Log, dazwischen hauen. Mal schauen, was sie anbietet. Am Sonntag nach der Demo, also nächsten Sonntag, kommenden Sonntag, ein kleines Video zur Demo. Ja, vielleicht, was sich mal anbietet, kann man mal irgendwie was Schönes machen. Hab schon ein paar Ideen, vielleicht quetscht man da mal was dazwischen. Was Tolles. Ja, schauen wir mal, was April so Schönes bringt. Ein bisschen was habt ihr schon gehört. Ansonsten spontan immer ein paar Sachen zwischendurch. Zwischendurch, den jetzt könnte ich auch mal wieder weitermachen. So. Na dann. Habt ihr noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Däumchen nach oben. Sollte euch dieser Part gefallen haben und solltet ihr wahrhaft fürstlichstens informiert worden sein. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Kann man nicht oft genug sagen. Daumen nach oben, Abo dalassen, wenn ihr neu seid. Glöckchen aktivieren, nicht vergessen. Und ja, man sieht sich im nächsten Part auf meinem Kanal, im nächsten Video. Das kommt wahrscheinlich schon morgen raus. Das nächste Partchen. Naja, haut rein. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao.